Damen mit 163 Stundenkilometern die Aufschlagsmessung gewonnen und darf dafür jetzt den Münzwurf übernehmen. Herzlichen Glückwunsch, Vanessa! Couple of reminders, 20 seconds between points, TV time changeover, and a picture with Vanessa after the toss. Want to choose gold or silver? Gold? Silver. Receive. You receive? Hier ist
Next lady, 2 minutes. Beim Testgerät führt von der 1:0 und bitte begrüßen Sie mit mir auf dem Schiedsrichterstuhl Karl-Rudi Frankreich. Tennisfreunde, herzlich willkommen zurück für diejenigen, die heute Nachmittag dabei waren beim Spiel von Laura Siegemund gegen Coco Van de Bay. Und hier haben wir das Match, das uns jetzt erwartet. Eine ganz interessante Partie. Hier ist die junge Dame aus Estland. Die 22-jährige Annette Kontaveit, die in Stuttgart keine Unbekannte ist, Nummer 31 der Weltrangliste, gegen eine wiedererstarkte Angelique Kerber, heute in Rot und Schwarz, und die deutsche Nummer 2 eröffnet die Partie. Es gibt bessere Starts in eine Partie als den von Angelique Kerber, aber es ist ja noch ein bisschen hin und insofern kann man das auch wieder ausbügeln. Beide übrigens haben bisher einmal gegeneinander gespielt. Das war 2017, also im letzten Jahr, in dem, die Tennisfreunde werden es wissen, ich sag mal so salopp, Seuchenjahr für Angelique Kerber, die 2016 eine grandiose Saison gespielt hat mit 2 Grand Slam Siegen. Aber das Jahr 2017, als sie als Nummer 1 der Welt startete, war zum Vergessen. Und da eine klare Niederlage in Rom auf Sand gegen Annette Kontaveit mit 4:6 und 0:6. Also Angelique Kerber ist gewarnt.
das deutlich hörbare Signal vom Pulsgeber an der Netzkante für alle hörbar. Klare Sache jetzt, auch dieses erste Aufschlagspiel für Annette Kontaveit. Wie gesagt, 22 Jahre alt, im letzten Jahr hier immerhin im Viertelfinale. Da hat sie gegen Maria Sharapova verloren, ganz knapp. In diesem Jahr in der ersten Runde hat sie, und das muss man mit Ausrufezeichen vermerken, Kristina Mladenovic geschlagen, die Vorjahresfinalistin, in 3 Stunden 5-7, 7-6, 7-6. Das ist mal ein Ergebnis. Also die kann kämpfen. Die Frage ist, was macht die Physis bei Annette Kontaveit? Hat sie die 3 Stunden dieses Marathon-Match gut verkraftet? Hier haben wir Wim Fissett, den neuen Trainer von Angelique Kerber, die sich ja von ihrem langjährigen Coach Torben Belz getrennt hatte, neue Impulse brauchte und die von Wim Fissett bekommen hat. Dazu später mehr. Im Moment sieht es so aus, als hätte sie sich bei dem Sieg gegen Kristina Mladenovic richtig frei gespielt. Annette Kontaveit. Und erneut das Break für die junge Dame, gebürtig in Tallinn, lebt und trainiert in Istanbul. Die 22-Jährige, die von der Mama das Tennisspielen beigebracht hat, bekommen hat, die hat eine Tennisschule geleitet und ihrem Spross den Schläger in die Hand gedrückt. Und das hat sie sehr gut gemacht, zumindest was die Grundvoraussetzungen angeht bei Annette Kontaveit. Und Angelique Kerber hat ihren Rhythmus noch nicht gefunden nach dem Sieg hier, mit dem eigentlich keiner mehr gerechnet hat nach dem Auftritt im Fed Cup. Gegen Tschechien und eben gegen Petra Kvitová. Die hat sie, wie gesagt, hier in der ersten Runde geschlagen, nachdem sie beim Fed Cup hier an gleicher Stelle keine gute Vorstellung geboten hat. Da haben viele vor allem nach dem Samstag von MTV, von multiplem Tennisversagen gesprochen. Bei den deutschen Damen Julia Görges sang- und klanglos untergegangen. Jens Gerlach, der neue Fed Cup-Kapitän, hat eigentlich in Minsk schon neue Impulse gesetzt, ähnlich vielleicht wie Horst Rubisch bei den Fußballfrauen. Das hat auch Jens Gerlach bei den Tennisdamen geschafft, nachdem er neuer Verantwortlicher bei der Nationalmannschaft der Damen ist. Nachdem Barbara Rittner aufgestiegen ist zum Head of Women's Tennis, also dem Kopf hinter dem deutschen Damentennis,
der Vordenkerin, wenn man so will. Nur hier im Halbfinale vor eigenem Publikum hat das nicht so gut funktioniert mit dem Mann aus Stuttgart auf der Bank. Aber das lag eher an seinen Spielerinnen, die, wie gesagt, am Samstag keine gute Vorstellung geboten haben. Aber Angelique Kerber hat sich hier in der ersten Runde des Porsche Grand Prix rehabilitiert und Julia Görges dann am Sonntag im Fed Cup schon mit einem souveränen Sieg. Aber jetzt hier und heute zählt das alles nicht mehr. Null zu drei, der schnelle Rückstand aus Sicht von Angelique Kerber. Da muss was passieren. Hawkeye auch auf Sand. In der Kombination seltener, nicht unüblich, aber seltener. Hier ist der Doppelfehler von Konterweit. Diskussionen von Kader Nuni mit Annette Konterweit. Die wollte wissen, warum er den Punkt gut gegeben hat. Er hat ja den Linienrichter bzw. die Linienrichterin überstimmt. Und er hat hier gesagt, der Ruf des Linienrichters kam erst nachdem du den Ball geschlagen hast. Wäre er davor gekommen, hätte es zwar neue Bälle gegeben, so war keine Beeinträchtigung für die Spielerin da und dadurch kann es weitergehen. Und jetzt Breakmöglichkeit für Angelique Kerber. Da war sie ein bisschen unaufmerksam. Annette Konterweit.
Das ist prima gespielt von der 22-jährigen Esten. Geht da schön in die Bälle rein. Hier gut zu sehen nochmal bei dieser letzten Vorhand. Bisschen passiv auf der anderen Seite von Angelique Kerber. Guter Aufschlag auf die Linie, an die Linie. 4-0, die schnelle Führung. Und es fehlt aus meiner Sicht ein bisschen die Spannung bei Angelique Kerber. Reagiert häufig nur, geht nicht richtig in die Bälle rein. Und wenn Sie Fragen zum Turnier, zu den Spielerinnen, zu was auch immer haben, gerne auf unserer Facebook-Seite SWR Sport. Länge in den Schlägen hier, die knapp hinter der T-Linie schlagen da die Bälle ein von Angelique Kerber. Da kann sie sich gut stellen, an der Konterweit. Muss nicht aus den Ecken rausspielen. Und dann hat sie natürlich trotzdem die Übersicht und die Möglichkeit, hier genügend Druck hinter den Ball zu bekommen und auch den gut zu platzieren wie hier. Da ist noch kein Druck, nichts hier noch mal zu sehen. Da steht sie nah an der Grundlinie. Aber das ist noch gar nichts aus der Sicht von Angelique Kerber. Sehr viel allerdings von Annette Konterweit. Das ist schon prima. Auch das muss man sagen, bei aller Kritik an Angelique Kerber, aber die macht ja kaum Fehler, ihre Gegnerin aus Tallinn. Und wie gesagt, viel zu merken ist nicht von den 3 Stunden, die sie in den Knochen hat gegen Ladenovic. Sehr konzentriert. Das ist übrigens die Münze, die Kader Nuni, den haben wir hier, für die Platzwahl benutzt. Gold oder Silber. Der charismatische Stuhlschiedsrichter seit Jahren hier in Stuttgart. Viele nennen ihn The Voice. Den Spitznamen von Annette Konterweit kenne ich nicht. Die beeindruckt gerade hier durch wirklich nahezu fehlerloses Tennis. Ob Angelique Kerber beeindruckt ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nachdenklich. Sie wird zu Recht sehr unzufrieden. Es ist schwer. Wir haben den Fed Cup angesprochen. Julia Görges hat nach ihrer Erstrundenniederlage gegen Pavlichenkova, jetzt kommt die Physiotherapeutin, weiß nicht, was los ist. Von hier oben Ferndiagnosen zu stellen, ist relativ schwierig. Aber so wie es aussieht, irgendwas am Bewegungsapparat, wenn sie da in der Hüfte zugange ist, dann sind es jetzt, sagt Sören Fremel, der Oberschiedsrichter hier, 3 Minuten Behandlungszeit für die Physiotherapeutin der WTA. Da hat der Eindruck nicht getäuscht. Sie war nicht richtig in der Lage, sich zu bewegen, da komplett alles an der Grundlinie zu geben, hat man auch in vielen längeren Ausfallschritten gesehen. So, jetzt also, wie gesagt, die Diagnose, dann 3 Minuten Zeit für die Physiotherapeutin, um Angelique Kerber zu behandeln. Der Blick raus Richtung Wim Fissett hat aber nichts Gutes bedeutet, wenn ich das mal von hier so sagen darf.
Da will ich vorsichtig sein, aber dieses Kopfschütteln haben sie ja auch mitbekommen. Deutet zumindest mal darauf hin, dass es nicht so super läuft. Und die Spielerinnen wissen ja meist am besten, wie sie sich fühlen, was da auf dem Platz abgeht. Was jetzt hier gesprochen wird, man darf gespannt sein als Trainer. Was sagst du da? Was sagt da Glenn Sharp? Du spielst gut? Weil viel mehr kann er ja nicht sagen. Du führst 5-0, würde ja auch noch helfen, aber ich glaube, auch das weiß sie. Deswegen ist auch, glaube ich, die Unterredung relativ kurz und schnell zu Ende. Okay. Ja, der Mann aus den Niederlanden ist auch ein Erfahrener. Der sagt, okay, du musst die Spannung hochhalten. In 2 Minuten gehst du mal wieder auf den Platz, machst dich warm, guckst, dass du dich bewegst. Ansonsten, wie gesagt, gibt es nicht viel zu sprechen. Sie hat... eigentlich alles umgesetzt, wahrscheinlich, was die beiden besprochen haben, ist nah an der Grundlinie geblieben, hat gleich Druck aufgebaut gegen Angelique Kerber, die eigentlich dieses Jahr gut gestartet ist, immer mindestens im Viertelfinale stand bei den Turnieren, die sie gespielt hat. Sie selbst hier bei der Pressekonferenz, bei der Unterredung mit den Kollegen am Montag, sehr zuversichtlich, hat gesagt, Fed Cup vergesse ich mal, das muss man jetzt abhaken. Aber insgesamt mit dem Jahr 2018 und den neuen Eindrücken, die ich gewonnen habe durch Wim Fiset, bin ich sehr zufrieden. Haben ein bisschen umgestellt, wie gesagt, beim Aufschlag wird es ein bisschen aggressiver. Versucht insgesamt mehr aus den Beinen herauszuspielen. Impulsiver, aggressiver in den Grundschlägen zu sein. Auch daran haben die beiden gearbeitet. Wim Fiset, ganz interessant, hat gesagt, ich hätte eigentlich gern ein bisschen mehr mit ihr gearbeitet, aber dann hat sie so gut gespielt, dass wir zwischen den Turnieren so wenig Zeit hatten. Gut, ist auch mal ein Argument vom Trainer, aber sicherlich ein sehr angenehmes. Auch wenn man gerade mit einem Schützling beginnt und der dann tatsächlich alles annimmt oder vieles annimmt. All das kann ich erzählen. Das wissen Sie, wenn Sie jetzt schon die ganze Zeit dabei sind, weil Angelique Kerber hier unten eingeblendet ein sogenanntes Medical Timeout genommen hat. 3 Minuten Zeit hat jetzt Angelique Kerber, behandelt zu werden von der Physiotherapeutin der WTA. Dann muss sie wieder zurück auf den Platz und dann, für die, die sich vielleicht nicht so auskennen beim Tennis, kann sie sich für die gleiche Verletzung nicht nochmal behandeln lassen. Das ist dann leider nicht mehr möglich. Dann muss sie entweder aufgeben oder auf die Zähne beißen. So, und jetzt ist das eingetreten, was Glenn Sharp seinem Schützling gesagt hat. Wenn nach 2 Minuten gehst du wieder auf den Platz. Und Angelique Kerber kommt zurück mit einer Oberschenkelbandage, die da unterm Röckchen vorlugt. Ja, was ist da passiert? Hatte sie die kleine Verletzung schon zuvor, ist sie damit in die Partie gegangen oder hat sie sich in der Partie, in der Anfangsphase hier bei einem Ausfallschritt ein bisschen gezerrt? So, das hat jetzt auch schön eingeblendet von den Kollegen hier. Fast 8 Minuten gedauert zwischen letzten Ballwechsel und dem Aufschlag jetzt hier von Annette Kontaveit, also 3 Minuten Behandlungszeit. Der Rest war ja, Begutachtung, Kontrolle, was auch immer.
Die Fans sind da, die unterstützen die Deutschen. Das war auch bei Laura Siegemund so, bei ihrer Dreisatzniederlage gegen Coco Vandevey. Ja, sie kommt nicht richtig hinter die Bälle, kann sich nicht gut zum Schlag stellen. Immer ein bisschen passiv. Zwei Satzbälle, eine Konterbälle. Oh ja, jetzt wird es langsam ein Tennisspiel, weil Angelique Kerber dran teilnimmt. Aber das war eine gute Antwort von Annette Kontaveit. Satzball für die 22-jährige Estin. Uiuiui.
der eine oder andere Kollege, der vielleicht zuschaut, würde sagen, schön in die Keule gespielt. Der erste Satz geht deutlich an Annette Konterweit. Und Angelique Kerber hat nach einem Besuch von Wim Fizet gefragt, der jetzt dynamisch den Platz betritt. Und ich hoffe, wir können zuhören, was der Belgier seinem Schützling mit auf den Weg gibt. Ich kann sehen. Ja, das musst du dann halt entscheiden. Ja, ja. Deinen kannst du nicht beurteilen. Ja. Ich sehe nur, okay, was du versucht hast, auf jeden Fall war richtig, was du nur ganz schlecht bewegt. Ja. Dann, es geht, ja? Ich versuche, aber ich habe keinen Schmerz. Ja. Gut, das musst du gleich entscheiden. Ja, wenn es geht, trotzdem von deinem Spiel, du weißt, was die versucht, die ganze Zeit Winkel auf deiner Rückhand. Ja. Mehr darauf vorbereitet sein und in diesem Ball lang Mitte spielen, dass sie nicht immer wieder diesen Winkel kriegt. Ja, Angie. Aber sonst versuchen trotzdem aggressiver zu sein, aber anfangen mit guter Beinarbeit. Ja, die erste drei Spiele hast du versucht aggressiver zu sein, aber hast dich nicht bewegt. Ja, dann machst du Fehler. Ja, aber sonst gute Beinarbeit, offensive versuchen zu spielen, aber diese lange Mitte finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, aber schau, wie es geht. Ja. Mach deinen Körper nicht kaputt, aber das musst du ja entscheiden. Nein, ich versuche es. Ich werde es nochmal versuchen. Aber eher aggressiver spielen. Ja, aber anfangen mit guten Beinen. Ja. Du hast am Anfang hast du viel geschenkt. Du lang mehr an die Rückhand und dann wenn du auf den richtigen Ball wechselst. Ja. Und spiel mal einen Slice dazwischen, versuch mal. Ja, aber der Unterschied war jetzt nicht so groß in diesem Satz. Du hast ja ein paar entscheidende Fehler gemacht. Wir suchen besser zu bewegen, aber trotzdem dieses Offensive zu spielen. Ja, versuch. Also sehr intime Einblicke, die uns die beiden da geben. Ganz interessant, auch für Sie zu Hause mit Sicherheit, wie der Austausch da stattfindet zwischen Trainer und Schützling. Sie hat Schmerzen, hat sie gesagt, aber sehr vernünftig dann auch von ihrem Trainer zu sagen, ich kann nicht in dich reinschauen, du musst entscheiden. Und für hier alle in der Halle und für sie zu Hause natürlich auch wichtig die Aussage, ich versuch's einfach. Ich guck mal, wie es geht. Ich meine, sie kann auf die Zähne beißen, das ist bekannt. Sie ist eine Kämpferin. Nur irgendwann, und auch das hat Wim Fizet gesagt, mach deinen Körper nicht kaputt. Sie muss dann tatsächlich wissen, ab wann schade ich meinem Körper mehr, als dass ich hier einen Nutzen davon habe, wenn ich die zweite Runde überstehe. Aber klar ist auch, sie bewegt sich nicht gut genug. Hat man auch in diesem Ballwechsel wieder gesehen, um dann vernünftig gegenhalten zu können. Oder sie muss dann tatsächlich noch aggressiver in der Eröffnung sein, um Annette Konterweit gar nicht die Möglichkeit zu geben, das Spiel zu diktieren. Und wieder das frühe Break.
für Annette Konterweit. Der Blick rüber übers Netz zu ihrer Gegnerin. Ist natürlich auch nicht so einfach für die 22-Jährige, hier einen klaren Kopf zu behalten. Die Statistik, ja. Mögen wir sie beurteilen oder nicht? Ich glaube, das, was oben steht, ist der ausschlaggebende Punkt. 0 bei Kerber, 6 bei Konterweit. Da erübrigt sich häufiger mal die Statistik. Jetzt tatsächlich die Frage, wie kommt Angelique Kerber in diesen zweiten Satz? Kann sie noch ein bisschen gegenhalten? Ende des ersten Durchgangs hat man ja gemerkt, da geht ein bisschen was. Da kam tatsächlich sowas wie Ballwechsel zustande. Aber natürlich auch die Frage, ist da auch die Psyche etwas aufgebraucht? Julia Görges hat das ja erwähnt. Ich bin einfach leer nach diesem anstrengenden Fed Cup hier am Wochenende. Ich wollte, aber ich konnte mich nicht mehr richtig konzentrieren. Ich war einfach fertig. Holt das jetzt auch Angelique Kerber ein? Immer ein Ticken zu spät. Da sind diese Hundertstel, Zehntel Sekunden. Da ist man etwas zu spät am Ball und dann fehlt die Kontrolle. Grundsolide Vorstellung von Annette Konterweit. Keine Frage. Jetzt bemühe ich mal wieder ein paar Floskeln. Man spielt natürlich auch nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Und Angelique Kerber lässt relativ viel zu. Aber ich glaube, jetzt ist es soweit. Ja. Ja, war zu befürchten. Da geht nicht mehr viel. Angelique Kerber muss aufgeben. Schade, schade, schade für die Fans hier, für die Fans zu Hause. Schade für das Turnier. Die zweimalige Siegerin hier beim Porsche Grand Prix muss leider aufgeben. Was genau Angelique Kerber hier zwickt, das werden wir heute Abend sicherlich noch erfahren und Ihnen dann auf unseren Ausspielwegen mitteilen. Wir warten auf eine Pressekonferenz. Der traurige Abgang
der 30-jährigen Deutschen, die sich hier für dieses Turnier viel vorgenommen hat. Fürs Jahr 2018. Gratulation an Annette Konterweit, die diesen Sieg so hinnehmen muss, wie er sich jetzt hier darstellt. Die hat ihr Mögliches getan. Und ja, was soll man sagen? Alle deutschen Spielerinnen sind ausgeschieden hier im Einzel beim Porsche Grand Prix 2018. Wir konzentrieren uns auf die Top-Spielerinnen aus dem Ausland, wie eine Annette Konterweit, die jetzt gerade interviewt wird, von Heinz Günthert. Nichtsdestotrotz, lassen wir mal kurz den Kopf hängen, dann geht es morgen wieder hoch und wir freuen uns auf weiteres Weltklasse-Tennis. Auch bei uns morgen ab 13.30 Uhr mit Simona Halep, der Weltranglisten-Ersten. Also sind Sie auch morgen dabei, wenn es Weltklasse-Tennis gibt aus Stuttgart. Das war's im Stream für heute Abend mit einem nicht ganz so guten Ende für Angelique Kerber. Aber wie gesagt, das Leben geht weiter, auch für uns morgen. Deswegen einen schönen Abend und bis morgen. Danke. I don't know if it's my place to comment. You know, everybody's doing what they think is best for them. So, I mean, I don't know.